Willkommen im Forschungsbereich Atom- und Plasmaphysik. Ich möchte Sie gerne auf einen kleinen Rundgang durch unsere Labors einladen. Bitte folgen Sie mir. Wir befinden uns hier im Ionenstrahllabor Augustin mit einer Reihe von Experimenten, die wir uns gleich näher anschauen wollen. Hallo Christian. Hallo. Womit beschäftigst du dich? Ja, also beschäftige ich mich mit einem Experiment, das einen kleinen Beitrag dazu leisten soll, dass wir in Zukunft Kernfusionsenergie als Energieversorgung für die Menschheit zur Verfügung stellen können. Im Konkreten bedeutet das folgendes, dass wir untersuchen Plasma-Wandwechselwirkungen, die im Inneren eines Fusionsreaktors stattfinden, wo sozusagen die Plasma, die innere Wand eines Fusionsreaktors energetischen Ionen ausgesetzt ist und das dazu zu Erosionsprozessen kommt. An unserer Anlage wird das dadurch simuliert, dass wir eine Ionenquelle haben, wo Deuterium-Ionen erzeugt werden, die auch im Fusionsplasma entstehen, die im Weiteren auf ein Target geschossen werden aus fusionsrelevanten Materialien, die an der Wand vorkommen, wo wir mit einem hochpräzisen Maßkristall-Mikrowaage Massenoptik präzise messen können und dadurch wichtige Parameter für die Fusionsforschung ermitteln können im Laborexperiment. Und in dem Zusammenhang beteiligen wir uns auch am europäischen Fusionsforschungsprojekt. Vielen Dank für die Erklärung. Hallo Herbert. Hallo. Woran arbeitest du gerade? Ja, wir untersuchen dann mit unserer Anlage die Wechselwirkung von Sonnenwindionen mit den Oberflächen von unserem Mond und dem Planeten Merkur. Dazu haben wir die Ionen, die treffen auf unsere Proben auf. Und wir untersuchen da die Zerstäubung dieser Ionen, der Oberfläche durch diesen Ionenauftrag. Das ist ein Prozess, den man sich vorstellen kann wie Sandstrahlen, und dass anstatt der Sandkörner die einzelnen Atome für dieses Ausschlagen von Material verantwortlich sind. Momentan verwenden wir hierfür noch irdische Materialien, aber in Zukunft haben wir auch vor, echtes Mondmaterial, was bei den Apollo-Missionen zu uns geholt wurde, zu verwenden. Wir sind schon sehr gespannt auf diese Ergebnisse. Ja? Und die Proben, die wir hier einbauen, die können wir mit diesem Manipulator drehen und uns unterschiedliche Geometrien und ähnliche Sachen dabei anschauen. So, hallo Anna, was wird hier geforscht? Hallo, ich arbeite an dem Ionenstrahlexperiment NILS. Das Herz unserer Anlage ist unsere Elektronenstrahl-Ionenquelle, die dafür ausgelegt ist, möglichst hochgeladene Ionen zu erzeugen. Unser Rekord an dieser Anlage liegt bei Xenon 40 plus zum Beispiel, also ein Xenon-Atom, dem 40 Elektronen fehlen. Und diese Ionen werden hier dann leicht beschleunigt und dann durch eine einzelne Lage an Atomen transmittiert, wie zum Beispiel einem Graphen, also eine einzelne Lage aus Kohlenstoff. Atomen. Und danach analysieren wir diese Ionen, wodurch wir zum einen etwas über die Wechselwirkung dieser Ionen mit dem Material lernen, zum Beispiel Ladungsaustausch oder auch emittierte Teilchen, wie zum Beispiel Elektronen. Und im Weiteren lernen wir aber auch was über diese Materialien, die wir untersuchen. Danke sehr. Hallo Gabriel. Hallo Fritz. Was macht dein Laser? Also wir haben hier einen Laser, der in der Lage ist, ultrakurze Pulse zu erzeugen im Femtosekundenbereich. Diese Pulse leiten wir dann weiter auf eine metallische Kathode und durch hohe Feldstärken, die dieser Laserpuls induziert, werden für diese kurzen Zeitraum im Femtosekundenbereich Elektronen aus der Kathode herausgeschlagen. Ja? Das heißt, wir bekommen gepulste Elektronen. Mit diesen gepulsten Elektronen wollen wir dann in weiterer Folge gepulste Ionen erzeugen durch Elektronenstoßionisation. In weiterer Folge wollen wir dann mit diesen gepulsten Ionen zeitaufgelöste Ionenfestkörperwechselwirkungsexperimente realisieren. Vielen Dank. Hallo Helmut. Hallo. An welchem Instrument arbeitest du zurzeit? Das ist ein hochmodernes Rasterkraftmikroskop und wir können gerne mal reinschauen. Hier sieht man die Probe, die ist hier gelagert und
darauf kommt eine Spitze und die misst die Kraft, welche ausgeübt wird auf die Probe. Mhm. Und kannst du unser Bild zeigen? Natürlich. So schauen dann die Bilder aus. Das ist ein Calciumfluoridsubstrat, wo man hier die monoatomaren Ebenen sieht. Und darauf sind Bismut-Cluster gelandet. Die haben einen durchschnittlichen Durchmesser von 30 Nanometer und eine Höhe von 1 Nanometer. Des Weiteren kann man aber auch ioneninduzierte Oberflächenveränderungen messen. Das AFM ist eigentlich ein sehr hochmodernes Gerät und zur Bestimmung von Oberflächen. Danke sehr. Hallo Lydia. Hallo. Wo steht dein Experiment? Mein Experiment ist so 400 Kilometer von Wien entfernt, in Garching bei München. Und ich forsche am Astex Upgrade. Das ist einer der größten Fusionsforschungsreaktoren in Europa. Und dort untersuchen wir, wie man Energie gewinnen kann aus Fusion von zwei Wasserstoffisotopen im Heliumatom. Normalerweise wäre ich ja jetzt in München, aber das geht auch von hier aus, so quasi remote. Und ich sitze da remote im Kontrollraum und bekomme hier live die Daten, die ich dann auswerten kann. Okay, und was schaust du dir dabei an? Ich untersuche so Instabilitäten, die am Plasmarand vorkommen. Und das ist für ITER sehr wichtig. ITER ist der größte Fusionsexperiment auf der Welt, der gerade im Bau ist. Und dort wird schon wichtig sein, dass wir diese Instabilitäten im Griff haben. Vielen Dank. Gerne. Hallo Ille. Hallo Fritz, servus. Servus. Womit beschäftigst du dich? Ja, also bei uns geht es um das Lernen von der belebten Natur für die Technik, für die Ingenieurswissenschaften, für die Naturwissenschaften. Ich bin ja Nanophysikerin, Tribologin und Biomimetikerin. Und was wir eben machen ist, wir lernen von schönen Organismen, Systemen von Organismen in der belebten Natur für bessere Technik. Zum Beispiel von dieser wunderschönen Nautilusschale, die ungefähr eine um den Faktor 1000 erhöhte Bruchfestigkeit hat im Vergleich zu einem normalen Calciumcarbonatkristall. Wir haben das Material von dieser Schale zu 99,8% ist. Gemeinsam mit der Lydia Radovanovic, bei der der Fritz ja schon war, haben wir auch auxetische Phänomene angeschaut. Ich zeige dir jetzt einmal, was auxetisch ist. Normalerweise, wenn man was hat und es zieht, dann wird es in eine Richtung länger und in die andere Richtung schmäler. Auxetische Phänomene sind aber, oder auxetische Materialien sind Materialien, wenn man sie zieht, werden sie breiter. Seht ihr das? Und das sind eben Phänomene, wie sie auftreten, zum Beispiel bei Kuhäutern oder bei Katzenzähnen. Und wir haben jetzt ein Projekt, ein Forschungsprojekt gefördert von der FFG, wo es eben darum geht, derartige Phänomene aus der belebten Natur zum Beispiel auf Stretchfolien zu übertragen, dass wir weniger Material brauchen und dennoch qualitativ hochwertig die Dinge einpacken können. Ja, ich hoffe, die Laborführung hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Interesse an einer Bachelor- oder Projektarbeit haben, dann melden Sie sich bei uns. Super Fritz!